Liebe Angehörige der FAU, liebe Studis, sehr verehrte Damen und Herren, der erste Tag im Online-Semester ist geschafft. Die Vorlesungen im Sommersemester 2020 sind, zumindest soweit ich es weiß, ohne größere Zwischenfälle und Pannen gestartet. Größere, das möchte ich betonen. Kleine gab es natürlich und damit haben wir auch gerechnet. Heute Morgen zum Beispiel lief StudOn teilweise ein bisschen langsam. Ab und zu hing es auch und man hatte Mühe, die hohen Zugriffszahlen zu bewältigen. Aber es ist nicht zusammengebrochen. Insofern sind wir mit dem Start nicht unzufrieden. Und dass es einigermaßen gut läuft, liegt auch daran, dass wir die Kapazitäten erweitert haben. Ich meine, es hat sich schon gelohnt, dass wir in den vergangenen Wochen Maßnahmen ergriffen haben, um die Plattform auf den Ansturm zu rüsten. Was haben wir alles gemacht im Einzelnen? Erstens, wir haben die Anzahl der Server, auf welche die Webzugriffe verteilt werden, verdoppelt. Zweitens, den Speicherplatz für Dateien haben wir ebenfalls verdoppelt, um mehr Inhalte aufzunehmen, insbesondere Videopakete, die wegen ihres Formats oder der Einbettung in StudOn nicht im Videoportal unserer FAU eingestellt werden können. Drittens, der Datenbankserver wurde aufgerüstet, um alle Anfragen schneller verarbeiten zu können. Und viertens, wir haben zusätzliche Hardware bestellt, die demnächst geliefert und dann natürlich auch eingebaut wird. Die tatsächliche Last in dieser ersten Woche war und ist schwer abzuschätzen. Wir rechnen mit etwa der dreifachen Anzahl an Zugriffen verglichen mit der ersten Vorlesungswoche des vergangenen Wintersemesters. Und den Lehrenden möchte ich gleich noch einen Tipp mitgeben. Wenn Sie Videos hochladen, nutzen Sie dafür besser das Videoportal als StudOn. Sie können dann mit dem Link arbeiten. Im Videoportal ist die Auslieferung der Videos optimiert und passt sich der verfügbaren Netzanbindung an. Sie können den Zugriff auf FAU-Mitglieder oder auf die Mitglieder Ihres StudOn-Kurses sehr einfach beschränken. Wie das geht, erfahren Sie übrigens auf StudOn. Und auch für meine Studis habe ich einen Tipp. Besorgt euch rechtzeitig die Infos zu eurer Vorlesung, vor allem den Zoom-Link, und speichert diesen lokal ab. Das bewahrt euch vor bösen Überraschungen beim Start. Nutzt zudem auch die StudOn-App, um Dateien und Nachrichten aus den Kursen auf euer Handy zu übertragen bzw. zu synchronisieren, damit ihr die Dinge später auch offline lesen könnt. Wir gehen auch davon aus, dass im Corona-Semester die Zugriffe nach den ersten beiden Wochen nachlassen werden und sich im weiteren Verlauf eine stabile, kontinuierliche Nutzung einpendeln wird. Und abschließend noch ein paar Sätze zu unserem Spendenaufruf FAU for FAU. Digital studieren, dafür braucht es freilich auch das passende Equipment. Im Rahmen von FAU for FAU haben uns immer wieder auch Nachrichten erreicht, dass es Studierende gibt, die keinen eigenen Laptop zur Verfügung haben oder zumindest keinen mit der Ausstattung, die für das digitale Studieren notwendig ist. Und genau aus diesem Grund möchte ich Sie alle heute zu einer Sachspende aufrufen. Haben Sie einen privaten Laptop übrig, den Sie nicht mehr benutzen? Oder gibt es an Ihrer Einrichtung Laptops, die bereits abgeschrieben sind und nicht mehr benötigt werden? Dann melden Sie sich bitte bei unserem Rechenzentrum unter der E-Mail-Adresse faufaulaptops@fau.de. Sie können den Gebrauchten an der Servicetheke abgeben und die Kolleginnen und Kollegen vom Rechenzentrum werden ihn technisch überholen und die notwendige Software auch installieren. Die Geräte können dann als Leihlaptop an unsere Studis vergeben werden, die dringend einen benötigen. Und damit der Aufruf an meine Studis. Liebe Studis, solltet ihr ein Leihgerät brauchen, wendet euch bitte ebenfalls an die angegebene E-Mail-Adresse. Wir haben die auch unten im Kommentar gelistet. Wir hoffen, dass wir alle Anfragen auch bedienen können. So, und nun wünsche ich Ihnen weiterhin eine gute, erfolgreiche erste Studienwoche und lassen Sie sich alle nicht entmutigen, wenn nicht gleich alles klappt. Bleiben Sie gesund.